Also, ich grüße euch. Ich grüße euch. Und ich grüße auch euch, dich, zu diesem spannenden Thema Ekstase. Sonne scheint. Ist ein guter Tag. Und das ist sehr schön, dass ihr da seid. Und wir heute jetzt zu diesem Vortrag. Und ich einfach ein paar einleitende Worte jetzt von mir. Die Dinge, die wir besprechen, die ich euch erzählen möchte, die auch für dich da drinnen, da draußen ist, können sehr tief gehen, sollen sie auch. Das Thema ist ein besonderes Thema, weil wir als Trommler der Ekstase, dem ekstatischen Zustand sehr, sehr nahe sind, ihn auch hier und da auch zulassen und erleben. Und laut meiner Recherchen ist es ein sehr, schon seit vielen, 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 vielen Jahren ein sehr aktuelles Thema. Darauf gehe ich nachher ein. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du dich erdest jetzt. So wie du es magst, so wie du kannst. Ja? Es ist wichtig, ja. Das werden wir auch nachher, wenn wir trommeln, werden wir das auch tun, ja, ganz bewusst, aber jetzt so allein schon, ich möchte, dass du einfach ankommst, hier in dir, ja, und es dir gemütlich machst. Und vielleicht spürst du ja die Erde unter deinen Füßen, ja, oder du fühlst dich als Teil dieser Welt, dass du ja auch bist. Ekstase. Ich habe ein bisschen recherchiert, so bei Wikipedia, im Netz ein bisschen nachgelesen, was Wikipedia darüber so, was da so steht, und äußerst interessant. Habe ich gar nicht gewusst, dass Ekstase schon in den alten Religionen ein Thema war. Und ich habe da ein bisschen was damit mir einfach mitgeschrieben. Das möchte ich euch einfach sagen. Es ist einfach zu interessant. Ekstase kommt aus dem Griechischen und heißt, wird da steht, außer sich sein. Oh ja, das außer sich geraten. Die Verzückung. Aus sich heraustreten, aus sich sein. Es handelt sich um eine Sammelbezeichnung für besonders intensive, tranceähnliche oder durch Trance entfesselte psychische Ausnahmezustände, die von den Betroffenen als dramatische Zustandsveränderungen des Bewusstseins beschrieben werden. Das Bewusstsein wird ihren Angaben zufolge während der Ekstase als erweitert oder erhöht erlebt. Durch diese Erweiterung oder Erhöhung erhält der Betroffene
oder auch ein ihn Beobachtender den Eindruck, er sei außer sich oder nicht bei sich. Damit ist gemeint, er sei aus dem Bereich seiner vertrauten Umwelt und des normalen Wahrnehmungsvermögens herausgetreten und in einen Bereich andersartiger Wahrnehmungsmöglichkeiten eingetreten. Ist doch interessant. Und dann beschreibt, da stehen wir einfach ein paar Beispiele, die Geschichte von Ekstase, ja, von damals bis heute. Ne? Und da steht religiöse Ekstase, mit den alten Begriffen halt noch. Und ich zähle euch mal ein paar Bereiche auf, wo in welchen Kulturen Ekstase, eigentlich kann ich es auch gleich sagen, in sämtlichen Kulturen ist das Wort, nicht das Wort, aber der Zustand bekannt. Ja? Aber so in unserer Geschichtslehre, die wir so haben, nennt man es halt Ekstase. Und da zählen logischerweise die Schamanen dazu. Ja. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, wie, durch was. Ja. Darum geht es einfach jetzt nicht. Ich möchte euch einfach ein bisschen die Geschichte erzählen und wo wir jetzt sind, wo wir heute sind, im Augenblick. Ja, Schamanen. Dann haben wir die antiken Religionen, Dionysos, ja, Bacchus, sagt vielleicht euch was, ja, der mit dem Wein, ja, durch gewisse Substanzen halt in diesen rauschartigen Zustand zu kommen, Bacchus. Oder Delphi, das Orakel von Delphi, ja, in diesem Zustand halt Weissagungen zu machen. Auch der Isis-Kult und der Attis-Kult, das ist wohl was Ägyptisches. Nehme ich mal an, klingt so. Philosophische Ekstatiker, zum Beispiel den Heraklit oder Platon, da redet man von der enthusiastischen Verzückung, Entrückung. Auch Neuplatoniker berichten von ekstatischen Erlebnissen. Dann haben wir im Judentum, besonders rabbinische Judentum und der Chassidismus. Allein bei dem Wort gerade ist ja schon Ekstase. Chassidismus, jo. Dann im Islam, Hinduismus, Christentum. Dann in der alten Kirche, Bibel, alte Kirche, wird berichtet, Johannes der Täufer, dass er seine Dinge auch mit Ekstase erlebt hat. Und dann etwas sehr Interessantes auch, dass im Urchristentum wachsen Visionen und Auditionen mit dem Pfingstereignis. Mittelalter, da interessanterweise wird hier von mittelalterlicher Spiritualität gesprochen, gar nicht von Religion, das finde ich sehr interessant. Findet man zum Beispiel in Bonaventura, 12. Jahrhundert ungefähr. Auch Franz von Assisi, den mögen einige von euch kennen, also Mickens zumindest so, den kannte ich. Auch Frauenmystik, besonders deutsche Mystik, zum Beispiel die Mechthild von Magdeburg, Gertrud von Helfter oder Männer wie Bernhard von Clairvaux, scheint französisch zu sein, Meister Eckhart, prägte für das Fremdwort Ekstase die deutsche äquivalente Verzückung bzw. Entzückung. Das ist schon mal interessant, ne? Das aus dem Griechischen, das Wort Ekstase, dass es da begann, auch schon eine eigene Deutung dafür zu finden. Das ist schon etwas persönlicher Wort. Also in diesem Ganzen, was ich euch bisher aufgezählt habe, ohne Details, ging es oft um Massenekstase. Ja? Wo einer kam und was sprach oder was weissagte und ganze Massen zitterten, ja? Oder so weiter. Ja? Also alles noch sehr, vieles noch auf Gruppen bezogen. Wir kommen dann auch, das ist heute anders. In England des 17. Jahrhunderts war es der Visionär, Ekstatiker und Wanderprediger George Fox, der Massenekstasen auslöste und so weiter und so weiter. Und aus dem sich halt die Gemeinschaft der Freunde Quäker genannt wurden. Ja? Quäker, davon habe ich auch schon mal was gehört, ja, so. Und dann die Psychologie. Das ist interessant, was sagt die Psychologie heute dazu? Also die Psychologie halt, ne?
Außer in der transpersonalen Psychologie wird das Erleben der Ekstase in psychologischer Literatur meist als Kontroll- und Realitätsverlust kritisch bewertet. Dabei wird oft nicht zwischen krankhaften Phänomenen und spirituellen Erfahrungen differenziert. Interessant, oder? Interessant, ja. Warum ich euch das sage, ist, wo wir heute sind, ja, meine Einschätzung ist die, wo wir heute sind, dass Ekstase ist eine sehr persönliche Erfahrung, die unabhängig von deiner spirituellen oder religiösen oder von deinen Einstellungen ist. Ja. Ekstase ist ein Tor, ist ein Zustand, den du heute so häufig erleben kannst und auch erlebst mitunter vielleicht, wenn es dir erlaubst. Ekstase, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, was Ekstase so anregt. Ja. Mir geht es so, ich komme in Ekstase zum Beispiel auch bei Bewunderung von schönen Dingen. Da findet das bei mir statt. Da bin ich wirklich heraus aus meinem Alltag. Beim Trommeln sowieso. Ja. Habe ich es nicht immer, weil ich bin ja auch Trommellehrer und da kann ich nicht immer in Ekstase sein. Muss ich auch gar nicht. Ja. Aber beim Trommeln kenne ich es natürlich sehr gut. Wo finden wir überall Ekstase? Wo wird Ekstase gesucht? Ja. Warum ist Ekstase für uns so wichtig? Gibt es noch viel Zugänge zur Ekstase? Ist Ekstase was Erwünschtes in unserer Gesellschaft, wo wir leben? Auch mit unserer Gesellschaft meine ich nicht nur unseren Staat, sondern auch unsere familiäre Gesellschaft, unsere Freunde, Familie. Was ist das überhaupt, Ekstase? Ja? Ist es das, wenn zum Beispiel ein Kind da sitzt mit offenen Augen und staunt, wie es Wachs vom Tisch runterläuft? Ja? Ja? Ekstase. Besonderes. Ich bleibe jetzt mal bei dem Kind, weil wir das, glaube ich, am ehesten noch verstehen oder am ehesten noch kennen, vielleicht. Wenn Kinder spielen, ja, irgendwas bewundern, irgendwas betrachten. Ja. Wo man schon zusieht, wenn man das Kind betrachtet und denkt, wow, und ist selber dann genauso ergriffen von dem, was das Kind da gerade erlebt und denkt, ist damit mit dabei. Ja. Tanz ist eine bekannte Möglichkeit schon. Ich weiß nicht, ob schon immer, weil ich bin nicht schon immer da, aber ich würde mal denken, schon sehr lange ist Tanz eine gute Möglichkeit, diesen ekstatischen Zustand zu erreichen. Und natürlich Rauschmittel, Drogen, genannte Drogen. Ja. Und die bekannten, halt, die wir heute so kennen, ist halt Ecstasy. Ja. Was das Wort auch beinhaltet, Ekstase. Ja. Dieser Wunsch besteht einfach in uns Leuten und auch in euch, die jetzt hier sind, ja, nach Ekstase oder damit umzugehen. Ekstase. Es ist leicht, 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 sehr leicht heutzutage in Ekstase zu kommen. So leicht. Da gibt es komplexere Gründe, mehrere Gründe dafür. Ihr wisst es, unsere Welt verändert sich. Und Spiritualität ist heute für viele ein Begriff und für viele auch das Wachstum, unser persönliches Wachstum hier auf dieser Erde. Und für manche ist auch ein Begriff, dass die Göttin zurückkommt zur Erde, sie ist nie weg gewesen, aber mehr. Weswegen
Meine Erfahrung ist die, dass die Wände zwischen den Realitäten heute nicht mehr so dicht sind. Ja. Ich finde es schon verständlich, warum man vor so und so vielen Jahren einen Schamane, meinetwegen vor so wie 100 Jahren einen Schamane dafür noch Pilze nehmen musste. Das verstehe ich. Ja. Weil man einfach da noch, da war das Tor enger. Ja. Aber jetzt ist es, habe ich manchmal das Gefühl, es ist gar kein Tor mehr. Es ist da, weißt du, und du kannst deine. Wir sind heute uns. Wir haben uns weiterentwickelt, auch unsere Gehirne haben sich weiterentwickelt. Wir sind weiter schon mit unserem Mind, aber auch mit unserem Bewusstsein. Und wir wissen, wir können Realitäten zwischen Realitäten hin und her gehen. So wie Wasser fließt. Wir müssen dafür keine Drogen mehr nehmen. Wir müssen nicht mehr stundenlang tanzen oder stundenlang trommeln oder stundenlang meditieren. Wir müssen nicht mehr auf hohe Berge klettern, um ein bisschen näher zu sein. Ja, das ist nicht mehr nötig. Das brauchst du nicht mehr. Du schließt deine Augen, wenn du möchtest, zum Beispiel. Und wählst den Ort oder den Zustand, den du dir wünschst. Ja, den du erreichen möchtest, den du haben willst. Ja, in dem du sein willst. Und du bist dort. So einfach geht es. Ekstase ist kein Dauerzustand. Das durfte ich letztes Jahr sehr deutlich erfahren. Das Ekstase ist meiner Meinung nach nicht den ganzen Tag unbedingt so lebbar in einem Alltag. Ja. Wozu auch? Aber findet selber raus, wie es für euch ist. Da gibt es keine Regel. Du findest heraus, wie du damit umgehen willst. Ich für mich habe es so rausgefunden, dass ich im Moment ist es so, dass ich sehr hier bin in meinem Ich. Ja. Das heißt Ingo Gutmann. Bin hier, habe meinen Namen. Und dann, wenn ich will, gehe ich raus. Ja, und das will ich, mache ich auch. Ja. Fast jeden Tag gönne ich mir diese Zeit. Ja. Das ist einfach eine wunderbare Zeit, weil in diesem, was ich vorhin sagte, diese Ekstase ist ein Tor, ist eine Möglichkeit, sich einfach mehr von den anderen Realitäten zu erleben. Von der, die du wirklich bist. Es berichten viele auch, klar, von Gotteserfahrung, ja, von einer Intimität plötzlich so zu Göttin oder zu Gott, ja, wie es auch immer, wie das für dich ist, auch mehr Intimität oder überhaupt Intimität mit deiner Seele, ja, oder mit anderen Aspekten von dir, mit anderen spirituellen Aspekten. Ja, und wozu das Ganze überhaupt? Ja? Wozu? Und dazu habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Ich habe ein paar Zettel und ich möchte dich bitten, dass du dir einfach kurz einfach überlegst, warum. Was du heute erleben möchtest, wohin du willst. Ekstase braucht Purpose, braucht Fokus. Ja. Weil das, was du wählst, dort gehst du hin, das kommt zu dir. Ja. Ihr alle kennt jetzt, oder die meisten von euch, nehme ich mal an, kennt diese. Dieses Thema oder diesen Spruch, manchmal steht man, liest man einfach auf Facebook oder auf einer Postkarte, ja, deine Realität formt sich nach deinen Absichten, ja, vielleicht auch mit anderen Wörtern, aber das kennen viele von uns, das wissen inzwischen schon viele von uns. Wenn nicht, dann weißt du es jetzt. Dein Fokus, deine Realität folgt deinem Fokus.
Aber deine Realität folgt auch deinem Unbewussten und deinem Unterbewussten. Ja. Folgt nicht nur deinem bewusst gewählten Dingen. Ja, nein. Aber wenn du bewusst willst, ist doch schon mal gut. Und wenn wir dann später trommeln und du da vielleicht zu Hause, vielleicht auch oder wo du gerade bist, überleg dir bitte, was du willst. Ich werde noch ein bisschen erzählen und vielleicht fällt dir dabei ja auch was ein. Ekstase bringt Heilung. Warum? Du dich mit Kräften, mit Energie, mit den Kräften, mit Wesen, mit den Kräften mit Heilkräften dich dafür öffnest. Vieles der Heilkräfte sind nicht unbedingt ein Pflaster. Es ist okay in dieser Welt. Viele Heilung kommt. Vielleicht alle, ich weiß es nicht. Kommt aus einer inneren Realität. Ja. Manche, ich sage euch ein paar Beispiele, einfach nur um es anzusprechen. Ja. Für manche sind Engel sehr real. Ja. Für manche ist das höhere Selbst, ihr höheres Selbst sehr real. Für manche ihre Seele, manche Leute verbinden sich mit Jesus zum Beispiel. Ja. Manche tun das. Oder manche mit der Göttin. Ja. So mache ich es. Ja. Ich setze mich sehr oft hin oder lege mich oft hin, wenn ich meditiere halt. Und bitte einfach die Göttin um Heilung. Ja. Dann öffne ich mich, ja, ganz weit. Öffne mich. Und dann erlebe ich es auch. Ja. Das meine ich damit. Also, und Ekstase. Das ist eine Möglichkeit, das musst du nicht tun, aber es ist halt eine Möglichkeit. Bestimmte Dinge in dir zu heilen. Auch meine Liste von wo Ekstase möglich ist oder erlebt werden kann oder da sein kann, möchte ich ja noch fortführen. Und zwar auch bei Menschen, die andere behandeln. Da auch. Das weiß ich von mir selber, weil ich auch schon viel behandelt habe, Menschen mit Händen. Und das ist auch ein ekstatischer, kann ein ekstatisch, sehr ekstatischer Moment sein. Ja. Jenseits von unserem Körper einfach mehr. Fließt Energie durch dich. Ja. In manchen Praktiken ist es Qi, ja. In manchen ist es Alua. Ganz verschieden. Ja, ganz verschiedene Bezeichnungen, aber auch verschiedene Energien. Es gibt auch Menschen, die Tierenergien zu sich kommen lassen und mit Tierenergien heilen und so weiter. Da könnt ihr euch selber belesen, darum geht es jetzt einfach nicht. Sehr spannend, aber darum geht es halt nicht. Sexualität. Ich wollte gerade sagen, ich lächle so, weil das so bescheuert klingt. Ein altbekanntes Mittel. Es stimmt ja nicht, es ist überhaupt kein Mittel, aber doch, manchmal schon. Manchmal schon. Ist ein Tor, ist auch ein Tor, ist auch eine Möglichkeit. Ja. Das kennen sicherlich einige diesen Augenblick, ja, wenn du einfach nicht mehr den Körper spürst, wenn du mehr bist, wenn du so eine Einheit spürst mit deinem Partner oder deiner Partnerin, ja, oder mit dir selber. Mit dir selber, ja, das geht auch so. Sport. Für manche ist Sport. Ja. Es gibt inzwischen so, ich kenne inzwischen so viele, die täglich ihren Marathon laufen. Ja. Und das spielt bei manchen, habe ich mich unterhalten, auch das eine echte Rolle. Dieser Zustand, ich bin im Flow.
Irgendwie läuft mein Körper alleine und ich bin da voll high. Ja? Trifft auf andere Sportarten zu, Fahrradfahren. Ich kenne auch einen Freund von mir, der fährt Fahrrad leidenschaftlich und berichtet das ganz Ähnliche. Das Sport ist wunderbar für die, die es mögen. Ja, ist auch eine wunderbare Möglichkeit. Sport. Oh ja, Konzerte. Ja, das ist dann ähnelt dann eher diesen Massen, diesen Gruppenerlebnis. Ja. Gemeinsam. Oh, alle sind sie irgendwie mal auf einer Dings da und irgendwas passiert mit ihnen. Ja. Irgendwas ist da los. Ja. Irgendwas ist da los. Nicht irgendwas ist da los, da ist was los. Da findet auch eine, kann eine Öffnung stattfinden, so eine Ekstase. Oder beim Fußball. Ja. Fußball. Alle sind so voll im Rausch in diesem. Oh, das ist toll und da kann was passieren. Und deswegen bitte ich euch, dass ihr was aufschreibt oder was bedenkt. Was soll da passieren für dich heute? Kann jedes Mal was anderes sein. Was soll für dich einfach passieren? Was wünschst du dir? Weil es kann ganz Verschiedenes passieren. Ja? Also du kannst, es kann Heilung passieren. Es ja? kann eine Inspiration sein. Ja? Wenn du eine Idee brauchst, ja, so, oh hier, ich habe hier mein Bäckerladen, ja, und oh ja, come on. Irgendwie, jetzt schön, aber irgendwie, oh, ich brauche mehr. Okay, ja. Machst du halt, dass du halt machst, um dich da zu öffnen halt, ja. Und dann hast du Ideen, dann kommen Ideen und denkst, oh wow, ja, genau. So, ja. Also wofür? Kunst. Kunst, ja. Also. Erstens, das Kunst, künstlerisch tätig sein. Ich bleibe jetzt mal kurz bei der bildenden Kunst. Ja? Etwas zu malen, etwas zu gestalten. Also ich glaube, dass Künstler sowieso eher, oder vermute ich, dass Künstler eher häufiger ekstatische Momente haben als jemand, der eine Straßenbahn fährt. Weil der Straßenbahn fährt, der kann sich das einfach nicht erlauben. Das glaube ich nicht. Der muss einfach Straßenbahn fahren. Da empfängt er auch keine Botschaften und transportiert er nichts erstmal. Da transportiert er Menschen. Das ist erstmal gut. Witzig, oder? Witzig. Aber Künstler, ja, jemand, der irgendwie so ein Bild und da, ah, boing, und irgendwie da was malt halt, ja. Und da kommen wir zu was auch sehr interessant ist. Ekstase ist nicht immer laut. Und auch nicht immer leise, nicht immer still. Ja, Ekstase drückst du, ich kann so in verschiedensten, es gibt auch ganz stille Momente, ja. Dieses Betrachten von etwas Schönem zum Beispiel. Ja. Oder das Betrachten von Kunst. Ja. Da kann man auch voll, ich sage mal, entrücken. Ja. Voll, was da kommt, was. Da kann was passieren. Ja. Auch, das kennen auch viele von euch, monotone Arbeiten. Ja. Zum Beispiel. Was schneiden den ganzen Tag irgendwie so platt wieder. Irgendwann ist das mal automatisch, weißt du, und da kann es was sein, dass du auch in Ekstase kommst. Vielleicht mit Schutzhandschuhen, aber monotone Arbeiten, monotone Dinge, die du einfach monoton wiederholst. Ja. Könnte ich genauso entrücken, genauso. Ja. Dazu können wir nachher noch, wenn wir nachher trommeln. Weil ich habe inzwischen verschiedene Arten zu Möglichkeiten kennengelernt, zu Ekstase zu kommen. Beim Trommeln, ne? Eben laut, intensiv, heftig, durch heftiges Trommeln, ja. Aber auch genauso gut auch durch ganz stabile weibliche Rhythmen, ja. Genauso. Wie gesagt, heute ist Ekstase, der Zustand der Ekstase ist sehr leicht zu erleben.
Ekstase entsteht durch Hingabe des Brauchs. Bewusst gewählte Ekstase, wenn ich jetzt. Aber wir machen es anders. Ich nehme ein anderes Wort. Das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Das Wort Ekstase ist okay. Aber vielleicht ist Verzückung jetzt, finde ich, ein bisschen angebrachter. Ja. Vielleicht auch Entrückung oder Einrückung. Für manche ist Ekstase auch augenblicklich hier und jetzt zu sein, absolut in der Gegenwart zu sein und dann dieses alles eins zu erleben. Das ist auch für manche voll ekstatischer Moment. Dieses Augenblick, ja, so. Ja. Na, vielleicht bleiben wir auch bei dem Wort Ekstase. Es bedarf Hingabe. Das bedeutet, wenn du beim Trommeln, gib dich dem hin. Ja. Gib dich diesem Augenblick hin, der Öffnung, dieser Öffnung, ja, gib dich der Öffnung hin. Werde verletzlich. Ja. Es braucht eine gewisse Art von Verletzlichkeit, von bleib aber auch im Mitgefühl mit dir selber. Ganz gut, möchte ich dir empfehlen, dass du geerdet bist. Jetzt, was ich gerade tue, führt zu einer gewissen, hat so einen leicht entrückenden Aspekt. Ich sitze hier und spreche zu euch. Und nicht alles, was ich sage, hat ein Konzept. Also damit will ich sagen, es ist nicht jeder Satz ist vorher überlegt, sondern ich selber verlasse mich auch auf mich selbst und auf meine Spirits, auf meine Guides, auf meine persönlichen geistigen Führer. Und ich verlasse mich darauf, dass ich das Richtige sage und dass mir auch was einfällt, was ich sagen will. Ja. Und das ist auch schon so ein Moment. Und diese Offenheit, diese Verletzlichkeit ist gut, die braucht man einfach so. Damit es auch kein Hokuspokus ist. Dieses, die Ekstase, es ist keine Zauberei. Es ist etwas, wozu du einfach in der Lage bist, wozu jeder Mensch in der Lage ist. Und dann gibt es diese Widerstände bei der Ekstase, die ich gemerkt habe, woran ich euch teilhaben lassen möchte, was ist, wieso, also was da sein kann, was passieren kann, was bei dir sein kann, möglicherweise. Die Hingabe, es könnte sein, dass du, damit meine ich, sag mal euch, ja, dass die Ekstase dir auch Angst macht, dich beängstigt, ja, dass es mit unserer Sicherheit erfüllt ist. Dass diese Ehrlichkeit kannst, wenn das da ist, kannst du ruhig haben, solltest du auch. Einfach, was ist denn mit mir, ne? Ich tanze mich in Ekstase, ja, und was und dann? Und deswegen schreibst du dir was vorher auf. Gib dir selber die Sicherheit, dass du etwas willst. Es kann eine Unsicherheit daran bestehen für manche Menschen, mit dem danach. Was ist danach? Dann schwebt man vielleicht, also ich spreche jetzt mal die Unsicherheit einfach aus. Dann schwebt man vielleicht in so einem Rum irgendwo.
so haltlos ohne Erde, ohne irgendwie so. Ihr könnt euch sicher sein, jedes Flugzeug landet. Du kannst was dafür tun, dass es zu deinem Wohlgefühl landet, indem du einfach klar bist, dass du geerdet bist, dass du ein Teil dieser Welt bist und indem du dir auch eingestehst, warum du das willst. Es gibt noch ein Ding, was uns manchmal abhält, wieder zurückzukommen, weil es dort auf der anderen Seite dort einfach so schön ist. Ne? Du öffnest dich und erlebst den Himmel, ja? Erlebst große Liebe, große Einheit. Ja? Und dann musst du hier wieder zurück. Ja? Dieses Leben muss wieder irgendwie, musst du wieder hier rein und denkst, oh Mist, ich muss ja trotzdem noch meine Rechnung bezahlen und irgendwie. Das kann ich gut verstehen. Das ist auch bekannt, dieser Widerstand und diese, ja. Und dem musst du dich stellen. Ja. Dem musst du dich stellen. So eine Dauerekstase, dann hinterfrag die mal. Wenn du so ein Mensch bist, der dazu neigt, in Dauerekstase sein zu wollen, ständig an, also ständig alles, ja, dann frag dich mal, wofür du das eigentlich machst. Ja. Frag dich das. Warum tue ich das? Daran ist nichts Schlechtes, aber bitte frag dich, warum du es tust. Gib dem mal eine Richtung. Oder entdecke die Richtung, die du schon hast. Ja. Erinnere dich. Deswegen überleg dir, wenn du jetzt bewusst in diesen Moment, diesen Augenblick wählst, der Ekstase, warum du das tust. Frag dich einfach, wofür? Ne? Warum? Da gibst du dir selber tatsächlich Sicherheit und das ist dein Flughafen. Das ist da wirst du auch wieder landen. Es ist nicht so, dass es schlecht ist, das nicht zu tun. Kennt ihr das manchmal, wenn du in einen Supermarkt gehst, ohne Plan, auch mit Riesenhunger? Kaufst irgendwelches Zeug. Oder manchmal ist es auch zu viel. Du siehst einfach alles. Du kommst da raus und bist immer völlig fertig. Ja. Und dann gehst du aber mit einem Einkaufszettel oder mit einer Idee, wenn du sagst, hier, da, 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 dann gehst du wieder. Also es hilft dir einfach, die Dinge einzusammeln, die du eigentlich willst. Und nur das. Ja. Einen Fokus, ja. Dann diese anderen Momente der Ekstase, wo dich meinetwegen deine Seele tief berührt, ja. Wenn du zum Beispiel Schönheit betrachtest oder eine bestimmte Musik hörst, ja. Oder wie auch immer, vielleicht einen schönen Sonnenuntergang oder was auch immer, ja. Auch vielleicht bei was nicht so angenehm, wo du vielleicht siehst, wo du Mitgefühl hast, wo du dadurch deine Seele fühlst, ja. Oder mit einem Mensch oder mit einem abgehackten Baum einfach Mitgefühl hast, du denkst, wow, kann auch eine starke Berührung sein, wisst ihr. Und das ist klar, dann überlegst du nicht, was will ich jetzt hier, dann
bist du berührt. Ja. Dann hör hin, was du hörst oder kriegst mit. Ja. Es wäre vielleicht ganz schön unterscheiden zu lernen. Erstmal mein Alltagszustand und der Zustand des Meer. Nicht um es zu trennen, aber um es mal wahrzunehmen, was man eigentlich tut. Warum tue ich das eigentlich? Warum nehme ich diese Sachen zu mir? Warum nehme ich Drogen? Oder warum muss ich ständig immer so einen ekstatischen hier machen? Warum muss es so abgehen? Ja, warum renne ich hier ständig jeden Tag 10 Kilometer eigentlich? Warum mache ich das so? Was ist mit mir los? Ja. Dabei geht es nicht um Realitätsflucht. Also, wenn es das für dich ist, bitte. Dann kannst du dir überlegen, ob du weiter flüchten willst oder ob du das einfach auch so machst, ja, ohne zu flüchten. Ja, ich bitte dich, dir mal einen Augenblick, nur einfach einen Augenblick, du hast es sicherlich schon mal so überlegt, ja, verteil mal, einfach mal dir das auf die Bitte aufzuschreiben. Das kann auch bloß ein Wort sein, das bestimmst du selber, das ist, und ich gebe dir gerade einen Augenblick. So für heute, ja? Was wünschst du dir heute? Was willst du heute? Vielleicht eine gewisse eine Heilung für ein Thema oder eine Inspiration. Vielleicht eine Inspiration oder eine Erfahrung von Heimat, von innerer Heimat. Ja. Du hast eine Heimat. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Wenn das was für dich ist, weißt du auch, was ich meine. Ansonsten kannst du mich auch fragen. Fragen später dazu zu dem Thema. Du kannst Ekstase auch nutzen wie eine Reinigung, wie eine Waschmaschine, sage ich mal so. Ja. Du kannst dich auch einfach durch die Ekstase gerätet dann. Auch dein Körper wird ja auch berührt, ja, und durchgespült. Auch vielleicht auch sanft, einfach berührt von wunderbar schöner, guter Energie. Auch das kann es sein. Es kann auch ein Fokus sein. Ich brauche einfach mal ein bisschen Freiheit. Mir klebt irgendwas. Ich muss irgendwas. Ja, und dann kannst du dich öffnen. Ja? Und dann sammelst du in deiner Öffnung, sammelst du vielleicht was noch mit ein, was Schönes. Ja. Vielleicht brauchst du mehr Freude in deinem Leben oder mehr Leichtigkeit, mehr Disziplin vielleicht, mehr Mitgefühl. Vielleicht möchtest du das einsammeln. Ich persönlich, ich rede das schon mal weiter. Das ist okay. Ich persönlich erlebe Ekstase in sehr vielen verschiedenen Augenblicken, auch bei Freude, wenn ich mich freue.
erlebe Ekstase, wenn ich jemand anders inspirieren kann, mit jemand anders so ein Gespräch habe. Also ich persönlich neige sowieso zur Dauerekstase. Nicht, dass ich das gut finde, das meine ich so nicht. Und ich habe das festgestellt, dass ich sehr gerne sehr offen bin. Ja. Und für mich ist es wiederum sehr, sehr sinnvoll, einfach die Füße auf der Erde zu lassen und für mich auch wirklich zu überlegen, was will ich da eigentlich. Ne? Ekstase als Flucht, okay, aber will ich das wirklich? Ist es wirklich noch das? Ja, dieses raus sein wollen, nicht hier sein wollen. Ja. Meistens im Ekstase ist auch Schmerz, mein körperlicher Schmerz, wenn ich welchen habe, meine ich jetzt aber, oder mein seelischer Schmerz, oder so geistig-emotionaler Schmerz, spiritueller Schmerz, nicht so spürbar. Ja. Da ist man irgendwie so losgelöst und so, das fühlt sich einfach sehr gut an. Aber inzwischen habe ich da für mich Erde gefunden. Und das ist sehr schön, eine geerdete Ekstase zu haben. Das geht auch. Also die Erde ist ein sehr wunderbares Wesen. Ihr habt das sicherlich schon oft gehört oder gelesen. Die Erde ist ein lebendiges Wesen. Und die Erde ist ein lebendiges Wesen. Und es ist einfach wunderbar. Sich von der Erde bewusst mal tragen zu lassen. Es ist einfach wunderbar, mit ihr im Austausch zu sein. Einfach auch ihre Liebe anzunehmen. Es ist wunderbar. Wunderbar. Und da entsteht in mir ein sehr erdiges Gefühl, so ein Gefühl, ich bin hier, ich bin da. Aber auch so ein weites Gefühl. Und es kommen super viele Ideen und das ist toll. Ne? Da bin ich auch so in einem leicht verzückten Zustand. Es ist halt interessant, ich muss da noch mal eingehen auf die Psychologie der Sachen. Was die Psychologie halt darüber sagt, dass die Psychologie keine wirklich sinnvolle Antwort da hat zur Ekstase, sondern dass die Psychologie, das wahrscheinlich offensichtlich, entschuldigt, wenn ich das sage, wenn ich vielleicht jetzt jemanden auf den Fuß trete, aber die Psychologie ist dazu da, psychische Dinge zu benennen und das psychisch zu machen. Und in diesem Fall ist es eine Fehlbewertung der Psychologie. Zu denken, dass jemand, der so ist, dass er krank wäre, das ist eine absolute Fehlbewertung. Absolut, die stimmt einfach nicht. Ich verurteile das nicht, also das ist nicht so. Jeder macht das, was er für richtig hält. Aber da muss eine Klärung rein, das stimmt einfach nicht. Menschen mit Psychosen, ich habe Menschen mit Psychosen erlebt, ja, schizophrene Menschen, und habe mit Leuten gesprochen, die auch in verschiedenen Stadien damit sind. Ja. Und fand da eindeutig eine Fehleinschätzung statt. Ja. Also vollkommen viel falsch. Vollkommen falsch. Da geht es einfach oft um Funktionalität. Bei der Psychologie. Du musst weiter funktionieren. Da wird nicht verstanden, dass wir spirituelle Wesen sind. Auch der Psychologe ist ein spirituelles Wesen. Jeder auf diesem Planeten. In Form eines menschlichen Körpers. Wir jetzt. Auch die Tiere und die Pflanzen, ja, aber jetzt von uns. Und ich kann das schon verstehen, warum das passiert. Ja. Warum diese Einschätzung überhaupt stattfindet. Ja. Aber sie stimmt einfach nicht. Ja. Es ist sehr viel Liebe bei Psychologen. Ich kenne Psychologen persönlich, mehrere.
Ziemlich viele sogar. Es gibt ziemlich viele. Nicht aus der Behandlung jetzt unbedingt, sondern auch daher. Aber auch aus persönlichen, einfach Freunde. Und da ist sehr viel Liebe dabei, jemand anderem zu helfen. Und verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Aber ich appelliere auch nicht an euch Psychologen, dass ihr euch ändert, sondern ich appelliere an dich einzelnen Menschen, dass du vielleicht noch weiter guckst nach anderen Lösungsmöglichkeiten, als zum Psychologen zu gehen und dann Tabletten zu nehmen und alles wieder runterzudrücken. Da, wo möglicherweise vielleicht auch Talente sind, auch Schmerz, aber der ist auch bei anderen Menschen da. Ja, ich verstehe das, den Wunsch, dahin zu gehen. Aber auch die Zeiten haben sich voll geändert, voll geändert. Es gab Zeiten, wo es einfach, da gab es in unserer Gesellschaft einfach, das waren die, die noch mehr am meisten wussten von dem Psychologen, von der Psyche des Menschen, was nicht die Seele ist, die Psyche. Die wussten noch am meisten. Es gab keine Wissenden, nicht allgemein jetzt so, wo man anruft hat, her. Ja, oder Internet, wo man das rausfinden kann, wo man mehr. Aber die Zeiten haben sich absolut total geändert. Ja. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Antworten auf die Dinge. Ja. Deswegen müsste man bei Wikipedia wahrscheinlich das auch mal erneuern. Vielleicht macht das mal jemand irgendwann mal ein bisschen noch was erweitern. Nicht, dass es falsch ist, aber es ist einfach ein veraltetes Bild. Ja. Dass jemand, der ekstatisch ist, dass er krank ist. Das ist einfach. Da steht dann da, ich habe dann auch gelesen, faselt von Anderwelten und so. Ich will das jetzt nicht so ganz so runter machen. Eigentlich gar nicht. Aber es stimmt einfach nicht. Es ist einfach nicht wahr. Faselt von Anderwelten, es ist kein Gefasel. Ist nur nicht richtig verstanden, ja. Weder von den Eltern noch von den Menschen, von den Freunden. Ja. Also, ja, es ist sehr interessant. Interessanterweise kenne ich mehrere und es gibt mehrere Menschen, die solche Zustände haben und dann eben zum Psychologen gehen, weil sie einfach nicht wissen. Ich traf neulich einen Mann, ist okay, ist ein paar Jahre her, und der erzählte mir, dass er eine Psychose, also sein Krankheitsbild heißt Psychose, und dass er sagt, er geht durch die. Und da habe ich ihn gefragt, erzähl mal was darüber, was erlebst denn du da so? Und er sagte, ja, na, ich gehe so durch die Wiesen und irgendwie schimmert alles Regenbogenfarben und die Erde, alles bewegt sich, ja, und ich sehe überall Dinge, mehr als da ist und so. Ich habe da jetzt nichts weiter dazu gesagt. Ich fand es nur interessant, ich habe das nicht kommentiert. Ja. Das fand ich nur interessant, dass da vielleicht. Vielleicht jemand, der da ist, der ihn versteht, dem man sich anvertrauen kann, ganz schön gewesen, ganz schön wäre. Für mich war das jetzt nicht der richtige Moment, mich da einzumischen. Kinder, was die für ein Zeug erzählen. Ja? Was die für ein Zeug erzählen. Ja? Da war wieder ein Zwerg und da habe die Elbe erlebt und oh, der Kristall lebt. Oh, die Bäume weinen. Ja, das tun sie. Und dann sagen manche halt komische Sachen dazu. Und dann hat man eben keine Lust mehr auf Ekstase, hat keine Lust mehr, sich zu öffnen. Das könnte ein Widerstand sein. Einfach so. Und wenn ihr das in euch feststellt, so ein Widerstand, einfach mehr wahrzunehmen, dann sei ganz lieb zu dir, bitte. Ja. Dann tu nicht so, als wärst du der Ober-Esau, der Oberspiri und irgendwas. Als wärst du hier sonst, wenn no way. Dann musst du dich einfach mal mehr lieb haben und da heraus den Weg finden, das zu heilen, damit du dich einfach wieder öffnen kannst. Ja. Das sind sehr harte Urteile, die wir uns gefällt haben und gefällt wurden. Du bist ein Spinner, Träumer. Schwärmerei, Schwärmerei. Der Martin Luther hat darüber was gesagt. Er sagte, vom Thomas Münzer, weil Thomas Münzer war so ein Ekstatiker und er hat über ihn gesagt, da ging es auch um das Mehrsein mit Gott zu sein. Ne? Und komischerweise, vielleicht ist es auch eine komische Interpretation von Wikipedia, oder stand da,
dass er sagte, Schwärmerei. Also er hat es eher abgetan, das Ekstatische. Schwärmer. Und das kennt man ja, ne? Du bist ein Träumer, du bist ein Schwärmer, Spinner. Oder eben gleich dann verrückt. Und wann erlauben wir uns denn noch Ekstase heute? Wann erlauben wir uns denn noch diesen Moment, das Verletzlichsein, das Offensein? Ja, wann? Wir ziehen uns meistens zurück, was ich verstehe. Oder ne, berauschen uns, weil da ist es auch schon wieder akzeptiert. Führt aber nicht zu dem, leider nicht, du landest leider nicht mehr bei dem Flughafen, wo du losgegangen bist. Das wissen wir. Hinterlässt größere Schäden, als die Heilung ist, wenn du es öfters tust mit Rauschmitteln. Ist verständlich, aber es bringt es nicht. Wo erlauben wir uns noch Ekstase? Ja? Wir rennen jeden Tag 10 Kilometer. Aber es erlauben sich mehr und mehr Leute Ekstase. Das weiß ich. Und ihr seid ja auch da. Kennst du das Moment, wenn du jemanden in die Augen schaust? Kennst du diesen Moment, wo dann plötzlich die Dinge auflösen sich? Plötzlich hört man mehr Raum ist da. Plötzlich erlebt man eine seltsame Intimität. Plötzlich hat man das Gefühl, man weiß was über den anderen. Man teilt irgendwas, obwohl man kein Wort miteinander wechselt. Auch schön, oder? Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, in Ekstase zu sein. Also offen zu sein. Wunderbar, es geht sehr gut. Inbrünstig gebetet. Ich möchte noch abschließend, ich möchte jetzt zum Ende kommen und möchte abschließend noch was sagen zur Richtigkeit. Und zwar, die Dinge, die du tust, tust du genauso, wie du sie möchtest, wie sie für dich passen. Du viele von uns sind hier, weil sie ein selbst gestricktes, selbst kreiertes Leben leben wollen. Die wollen nicht mehr das Leben ihrer Eltern oder ihrer Religion, ihrer Vergangenheit leben, sondern die wollen ein selbst gewähltes Leben leben. Das wollen viele. Sagen, ich probiere es einfach mal aus, wie das geht. Ich höre auf meine innere Stimme. Ich entscheide mal selber, ob mir das gefällt. Ich höre mal auf meine Bedürfnisse. Das sind jetzt einige Beispiele. Und so ist es auch mit der Ekstase und den Begrifflichkeiten. Bitte erlaube dir auch weiterhin deine eigenen Bewertungen zu treffen. Das, was ich gesagt habe, das möchte dich anregen. Ich möchte dich einfach anregen oder dich einfach ermutigen, dich dem zu öffnen, ja? Dem, was du suchst, was du finden willst. Dazu möchte ich dich ermutigen und wollte mit diesem Vortrag auch ein bisschen Klarheit bringen, ein paar Informationen über Ekstase, weil wir als Trommler einfach sehr, sehr, sehr nah an Ekstase sind. Das ist ziemlich leicht, ziemlich häufig sogar.
Wenn ich sage, es gibt da kein richtig und kein falsch, kein allgemeines richtig und falsch, das ist so. Du kannst natürlich, es ist möglich, das ist auch deine Wahl. Du kannst natürlich auch anderen folgen. Ja, das kannst du natürlich machen. Aber es ist genauso in Ordnung, einfach nur dir selbst zu folgen, deine Wahrheit, wie das für dich passt. Wenn es für dich Ekstase bedeutet, dich einfach, es ist deine Wahl, wie du es machst. Lerne bitte dir selbst zu vertrauen, denn du kannst dir vertrauen. Da gibt es aber kein richtig und falsch. Das ist, es gibt paar, es gibt einfach ein paar Ansichten darüber, ja, wo es sowas mit richtig und falsch gibt. Die gibt es leider. Auch was dem, gerade was sich zu erden betrifft. Ja, da gibt es leider ein paar nicht so schöne Ansichten darüber. Und das möchte ich euch noch sagen. Es gibt eine der doofen Ansichten. Nicht doofen, aber die einfach nicht korrekt sind, ist, dass du die Erde schwächst, wenn du dich wurzelst. Wenn du tief in die Erde Wurzeln schlägst, dann schwächst du die Erde. Ja. Die Erde hat so schon genug zu tun. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Die Erde liebt es, wenn du dich wurzelst, wenn du dich mit ihr verbindest. Sie hat mehr Power als war. Sie hat genug Power. Sie ist nicht schwach, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht wahr. Sicherlich ist es sehr schön, einen freundlichen Umgang zu haben, ja. Aber auf Zehenspitzen laufen, no, 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 nee. Bitte finde deine eigene Art, dich zu erden. Deine Art, es funktioniert jede. Es gibt Ansichten darüber, dass man eine bestimmte Haltung einnehmen muss, dass man was Bestimmtes machen muss, dass man noch ein Räucherstäbchen anmachen muss. Nichts gegen Räucherstäbchen. Ich liebe die, dass du bestimmte Dinge machen musst. Ja. Und ich möchte, das trifft auf das Erden zu, es trifft auch auf deine persönlichen Erfahrungen zu. Ja. Manchmal auch, ja, wie kann ich denn, ja, ich muss erst so und so viel, ich muss erst wahnsinnig rein sein. Das ist auch so eine Ansicht, die, wenn du drauf hörst, die das einfach total stört. Ja, ich muss erst so und so sein, ich muss erst ganz rein sein, ich muss erst so und so. Das ist eben nicht so. Das ist eben nicht so. Du wirst niemals ganz rein sein, davon mal abgesehen. Wozu auch? Vielleicht ist es ganz gut, sich mal zu öffnen und sich heilen zu lassen, um ein bisschen reiner zu werden. Das ist okay. Aber erst rein zu sein, damit man sich öffnet, nein. Ja. Oder du musst eine bestimmte Haltung beim Beten einnehmen, ja, oder so. Das stimmt einfach nicht. Ich möchte dir einfach Mut machen, dass das stimmt, was für dich stimmt. Das, was für dich stimmt. Und wenn es für dich stimmt, mit einer Colaflasche, ist das ein blödes Beispiel. Was ist ein Beispiel? Mit der Colaflasche auf dem Kopf dich hinzustellen, einbeinig, bitte, tu es. Wenn es für dich in Art und Weise ist, dich deiner Seele näher zu fühlen, einen Kopfstand zu machen, tu es. Ja. Tu es. Dann ist es deins. Es ist deine ganz persönliche Art. Ja. Deine ganz persönliche Art. Da möchte ich nur doch noch kurz was sagen zu Religion und Spiritualität. Religion bedeutet der Unterschied. Wir haben heute Spiritualität, sogar eine neue Spiritualität. Religion bedeutet, du hast einen Punkt, eine Weisheit, eine Aussage, eine komplexe Aussage, ja. Und der folgen alle auf dieselbe Art und Weise. Es wird so gemacht. So wird es gemacht. Es ist bei Religion so, es ist bei Dogmen so, es ist Gurus etc. Alles folgt der einen Weisheit. Ist nicht verkehrt, das meine ich nicht.
Dein Bewertungssystem. Jemand sagt dir, was richtig und falsch ist. So musst du zu Gott kommen. Nur so. Du musst das so und so tun. Ist nicht falsch. Aber es gibt noch was anderes. Und zwar dich, deinen ganz persönlichen Weg, spirituell. Du, spirituell bedeutet, ich kreiere mein eigenes Bewertungssystem und ich habe meine eigene Art und ich kreiere die und stehe dazu. Ich habe eine ganz persönliche Beziehung. Ja, auch wie du es nennst, ja, das ist, wenn du jetzt angenommen, du hast einen Gottbegriff oder einen Göttinbegriff, ja, für manche ist es das große Licht, ja, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja. Ich möchte dir einfach Mut machen, vertraue dir. Gerade wenn du in Ekstase bist und du kommst so Ideen, ja, öffne dich doch dafür. Bewerten kannst du es immer noch. Ja, du kannst immer noch später eine Auswahl treffen und sagen, oh, das klingt interessant, das lasse ich mal sein. Ja. Das kommt auf die verschiedensten Wege zu dir und möchte. Und wenn du so ein starres Bewertungssystem hast, dann ist es mal sehr schwer, dass Heilung zu dir kommt oder Inspiration, frische Gedanken, wenn du nur an das eine, wenn du da so eine dich begrenzt. Ja. Wie soll denn das zu dir kommen? Wie denn? Das kann auch, du gehst einfach durch die Straßen und du hast da geht ein Gedanke durch den Kopf, du beschäftigst dich mit was. Und dann plötzlich liegt da so ein Bierdeckel. Ja? Da steht irgendwie drauf, was für sich hält. Ja? Oder was für dich hält. Ja? Und du erkennst die Bedeutung. Du erkennst, dass du verbunden bist. Du merkst plötzlich, da spricht was zu dir. Und du erkennst die Botschaft vor allen Dingen. Die Botschaft. Okay. Nach dem ekstatischen Moment, den du und den wir einen Augenblick haben werden nachher. Auch vielleicht du, auf deine Weise. Du kommst wieder zurück. Du kommst einfach wieder zurück. Das, was du, warum du losgegangen bist, ist ein guter Grund, wieder herzukommen. Fühl die Erde. Das auch selbst das mit der Erde. Ja. Du kannst dich auch woanders hinein stabilisieren, wenn dir das was bringt. Dass du entscheidest. Das ist die Herausforderung. Du entscheidest. Ich habe dir jetzt ein paar Dinge genannt, die funktionieren. Aber du entscheidest, was für dich funktionieren soll. Ja. Das Schöne ist beim Trommeln, da haben wir wir sind Vorteile, ja, haben wir gutes Ding bei uns, weil Trommeln erdet sowieso. Das ist das am meisten erdendste Instrument sowieso. Es verbindet dich sowieso mit der Kraft der Erde. Kann. Tut es ein bisschen sowieso, aber es macht's. Wenn du es willst, noch viel mehr. Also wenn du trommelst, brauchst du dir nicht so eine Gedanken über die Rückreise zu machen. Du kommst wieder an. Und das System wird folgendermaßen sein. Wir beginnen, das sage ich jetzt extra noch auch für dich. Wir beginnen mit einem stabilen Rhythmus, mit einem weiblichen Rhythmus. Ein Rhythmus, der sich wiederholt. Meinetwegen der Herzrhythmus, ja. Boom, ka, boom, boom. Zum Beispiel, das wir nachher wählen, werden wir sehen. Du beginnst mit dem, ja. Und dann beginnt das Spiel. Ja. Wir werden es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nachher etwas wilder haben. Das werden wir uns noch festlegen. Ich möchte jetzt einfach mal ein System vorschlagen. Du beginnst mit einem weiblichen Rhythmus, öffnest dich, was dann auch immer du spielst, und du endest mit dem weiblichen Rhythmus. Wieder stabil, mit dem gleichmäßigen Rhythmus. Das ist eine super Herangehensweise. Ja. Beginne gesammelt und Ende gesammelt. Das geht beim Trommeln hervorragend. Ja. Man kann auch ganz lange nur den Rhythmus spielen und da drin dann so sich öffnen. Ja. Aber wir wählen wahrscheinlich, wir werden nachher eine sehr intensive Trommeln haben. Intensiv meine ich so, ich mache das jetzt mal vor.
Freude und irgendwas so, ja. Das werden wir nachher spielen. Wenn du willst, du kannst auch die ganze Zeit so spielen. Aber ich glaube, ich werde so spielen. Wahrscheinlich. Und dann kommen wir wieder zurück. Also, ich danke euch erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ihr seid trommelheiß. Ich auch. Danke. Danke auch für eure Liebe, dass ich das machen durfte, dass ich mich hierher setzen durfte. Danke für eure Energien. Danke. Auch danke, du. Und viel Spaß. Und hab einen guten Tag. Ja, und wenn du Fragen hast, schreib mir einfach. Ja? Kann auch eine private Nachricht sein. Oder schreib einfach in das Kommentarfeld einfach was rein. Ja? Okay? Gut.